Eine WG in Berlin. Mareike und Jonas sind jung und sie interessieren sich für Politik. Die Debatte um steigende Flüchtlingszahlen bewegt sie. Dann bekommt Mareike zufällig das Angebot, für einige Monate als Deutschlehrerin nach Kairo zu gehen. Wodurch? Eben ein Zimmer in unserer WG frei wurde und wir uns dann entschieden haben, aktiv zu werden und aufzuhören, nur zu reflektieren und nachzudenken und so ein bisschen auch in dieser Ohnmächtigkeit zu verharren und dann eben jemanden aufzunehmen und mein Zimmer quasi an Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Über eine Freundin lernen sie Bakari kennen. Sie bieten ihm an, übergangsweise in die WG einzuziehen. Mit einer Rundmail an Freunde und Bekannte sammeln sie Spenden für die Miete ein. Crowd-Charity im Freundeskreis. Bakari, der damals noch keine Arbeitserlaubnis hat, kann einziehen. Ich war sehr überrascht, aber dann habe ich ja gesagt. Aber die erste Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich nicht daran geglaubt habe. Inzwischen ist Mareike zurück und Bakari wieder ausgezogen. Die spontane Hilfsidee aber ist zu einer eigenen Organisation herangewachsen, koordiniert über eine einfache Website. WGs oder Familien bieten dort Zimmer an. Flüchtlinge geben ihr Gesuch ein. Und wer sich an ihrer Miete beteiligen will, registriert sich als Mikrospender. Schon 50 WGs haben Mareike und Jonas so mit ebenso vielen nach Deutschland Geflohenen zusammengebracht. Ein Masterplan dafür gab es nicht. Es ist einfach passiert. Wir haben quasi das Potenzial, wirklich proaktiv irgendwas in die Wege zu leiten, haben wir noch gar nicht angegangen, geschweige denn ausgeschöpft. Offenbar haben die beiden einen Nerv getroffen. Nicht nur, weil die Debatte um Flucht und Migration viele bewegt, sondern weil sich gemeinnütziges Engagement im Internet auch neu entwickelt. Beispielsweise entstehen neue Formen der Transparenz, die auch großen Organisationen Neues abverlangen. Das beobachtet Daniela Felsner vom Deutschen Spendenrat. Also wir haben als Deutscher Spendenrat auch festgestellt, dass die Leute gerne sehen, wo das Geld hinkommt. Also entweder durch Jahresberichte, wo man sehen kann, okay, da sind die Projekte, werden dezidiert vorgestellt, oder halt tatsächlich vor Ort. Das heißt, dass sie hingehen können oder dass sie auch selbst was auf die Beine stellen. Und etwas auf die Beine zu stellen, das geht im Internet am schnellsten. Nicht nur, wenn es um Geld geht, sondern auch um Zeit. Wanda Caddick zum Beispiel hatte etwas, das sie einbringen wollte. Sie kommt aus Großbritannien und studiert Tanz- und Bewegungstherapie in Berlin. Ich wollte Menschen erreichen, die normalerweise nichts mit Tanz zu tun haben. Ich wollte an ungewöhnlichen Orten arbeiten. Also habe ich im Internet nach Möglichkeiten gesucht, mich freiwillig zu engagieren. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen namens Give Something Back to Berlin, die viele Möglichkeiten für Engagement bietet. Give Something Back to Berlin ist eine Initiative von internationalen Neuberlinern, die sich in die Gesellschaft der Stadt einbringen wollen. Wanda vermittelten sie an eine Reha-Klinik. Mehrmals im Jahr macht sie Workshops mit den Patienten. Die Initiatorin von Give Something Back to Berlin hat sie erst nach Monaten persönlich kennengelernt. Die Plattform betreibt keine eigenen Projekte und hat noch nicht einmal ein Spendenkonto. Sie stellt nur Kontakte her. Eine Partnerbörse für gemeinnütziges Engagement. Genau das ist es. Sie bringen zwei Menschen zusammen. Und wenn du fremd bist in einer Stadt, ist das wirklich wichtig. In England hätte ich mehr Selbstbewusstsein und würde diese Organisationen selbst suchen. Aber in einem fremden Land weißt du nicht, wie die Organisationen funktionieren, wie sie drauf sind, wie du dich einbringen kannst. Das große Versprechen des Internet. Jeder kann mitmachen, sofort. Ob als Blogger, als YouTuber oder eben als Initiator gemeinnütziger Projekte. Es muss nicht immer gleich die Rettung der Welt sein. Es ist schon viel, sie ein wenig menschlicher zu machen.